Moin Moin und wieder mal herzlich willkommen. Was waren das eben? Mann, 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 das sind Verrückte. Zur nächsten Folge hier, Dungeons 2, Teil 4. Oh, ich will mal die eine kleine Kackspinne da platt machen. Oh, komm mal her, hier. Du Fetter. Oh, jetzt kriegst du hier mal ein Upgrade. Und dich nehmen wir mit. Und lassen dich mal upgraden. Geht nicht. Muss mir einen Diener schnappen. Schnappi. Jetzt machen wir aus dem hier auch noch einen riesen fetten Kollegen. Aber schön, wenn die Mistviecher hier auch ein bisschen Gold sammeln könnten. So, ist hier eigentlich... Das Upgrade ist immer noch am Machen. Die Diener sammeln echt ein bisschen wenig Gold hier. Was machen die die ganze Zeit? Rennen einfach bloß blöd rum. Finde ich gar nicht so gut. So, den nächsten Riesenkollegen am Start. Sehr schön. Das heißt, ich schnapp mir den nächsten Diener. Egal, was der jetzt macht, der wird geopfert. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Schnappen wir uns die hier. Die wird auch erstmal upgegradet. So, die sind durch die Falle schon durch. So, gucken wir mal, was können wir denn machen? Ich will so eine Grube bauen. Ach nee, ich hab die da noch gar nicht. Ich brauche 1200. Hast du nicht gesehen? Gold. So, dann mal ein bisschen schneller mit dem Gold. So, du gehst hier jetzt noch ein bisschen hacken. Lässt sich ein bisschen blöd erkennen. An welcher Stelle man das Gold einsammelt.
So, 1200. Schnell. Also 250, los, noch ein bisschen. Eben noch. Zahltag. Nein! Bitte nicht! Die Mistkröten haben echt zu langsam gesammelt. Ja, jetzt ist vorbei. Verdammte Axt. So, hier hinten ist alles abgegrast. Hier gibt es nichts mehr zu holen. So, den opfer ich. Und ja, streik mal ruhig. Von mir aus. Mal gucken, wie weit wir die jetzt upgraden können. Ob da nochmal eine Nummer mehr rauskommt. Jawohl. Sehr gut. Da hacken schon wieder keine. So, 40. Das heißt, komm. Schnell mal wieder ein Basteln hier. Ja, die Runde, gehe ich mal von aus, wird immer noch weiterhin Vorbereitung zum Überfall der Burg sein. Ja, Mana. Oh, sehr schön. Müssen wir mal gucken, wie die heißt. Weiß ich jetzt nicht, aus dem Kopf raus. Sieht aber schon mal gut aus. So, ich opfer den nächsten. Gucken, ob wir irgendwo so einen Mini-Typ finden. Wie sieht's mit dir aus? Was Bock? Jawohl. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Minus 1. Pass mal auf, gleich minus 2. Von wegen. So, wir können ganz schnell, bevor hier wieder einer kommt und sagt, Zeittag, Grube des Bösen. Zack. Schnell mal erfinden.
So, die Bande hackt. Das ist gut. Gucken, ob wir hier irgendwo am Rande noch ein bisschen Gold sammeln können. Hier zum Beispiel. Und hier. Und... Und hier. Oh, hier hinten geht es ja noch viel fetter weiter. So, 300 Mana und 1500 für die maximale Bevölkerung. Zahltag. Zahltag. Immer dasselbe. So, du komm mal gleich hier. Du wirst mal gleich geopfert. Und aus... Dir machen wir jetzt einen stattlichen Bösewicht. So einfach geht das. Perfekt. So, gleich den nächsten. Den nächsten Diener ordern sozusagen. So, dann wollen wir mal gucken. Momentchen dauert's noch. So, bereits erforscht. Tatsache schon fertig. So, mal gucken. Dann müssen wir hier irgendwo. Was heißt hier bereits erforscht? Ist noch gar nicht bereits erforscht? Oder doch? An welcher Stelle können wir denn jetzt hier... Ach, alles klar. Kostet mich 400. 400 Steinchen. Wo sind denn nur wieder meine ganzen Diener hin? Der hackt, der hackt, der hackt. Alle sind am Hacken. Das geht ja hier richtig ab, was Gold angeht. Unglaublich. Hier haben wir so ein Teil. Da werden sie wieder ausgespuckt. Falls sie krepieren.
passt hier nur eine zweite hin? Nee. Schade, schade, schade. Okay, gut, eine reicht mir auch erstmal, vielleicht. So, aber es wird der nächste Diener geopfert. Schnappen wir uns sie hier. Die kriegt ein Upgrade. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Oh, die sind schon ein bisschen fetter hier. Machen die tatsächlich noch was kaputt? Kann doch nicht sein. Was für eine Frechheit. So, Tatsache. Einer weniger. Ja, die sind alle voll und ganz auf Krawall gefüllt. Sehr schön. So soll's sein. Schnell noch einen Diener. Genau das wollte ich vermeiden. Na, denn machen wir uns erstmal schnell noch Schattenkriecher. Ja, komm, Schattenkriecher noch. Der hackt. Der hackt. Der hackt. Der hackt. Der repariert. Und der hackt jetzt auch hier. Komm. Du hör mal auf zu hacken. Weil du wirst geopfert. Und dann nehmen wir uns mal hier so ein Schattenkriecherviech. Das upgraden wir auch gleich mal bis zur Vollendung. Echt gut, ich habe 40 von 40 jetzt hier. Wie sollen wir erst hier diese Dinger alle weghacken? Da haben die, glaube ich, genug zu tun. Schön weitermachen. Hey. Guck dir das an. So, weiter geht's mit den riesen fetten Viechern. Ich
gehe mal davon aus, dass wir da oben eine Menge Stress kriegen werden. Hier echt ein bisschen schneller. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Oh, das 1500 brauche ich noch. Schnell. Nehme ich mir eine Bande. Und die setze ich doch schon mal vor die Tür. So, da können sie erstmal warten. Dann heißt es wenigstens nicht Zahltag. Ich könnte wetten, ich habe noch keine 1500 voll hier. Oh, es kommt 200 noch, das schafft er. Gleich ist soweit. 1400. 1470, 78. Und Dingeling. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Dingeling. So, Feinde in unserem Dungeon, das heißt, das nächste Upgrade ist, können wir die wieder reinschicken. Und gleich mal da entweder etwa mit billigen Zahltag. Ja, ich hab's so gewusst. Zahltag. Mit billigen Zaubertricks. Zack. Auf Wiedersehen. So. Machen wir denn hier noch so ein blöden Diener. Zack. Schnappi. Und upgraden. Was ist eigentlich mit Zauber? Was können wir hier nur an Zaubern machen? Teuflische Opferung. Feuer frei. So, wenn die hier abgegradet ist, dann schnappe ich mir die ganze Bande und gehe mal eine Etage höher.
So, fertig. Zack. Schnapp ich mir noch eine. Die beiden. Die. Und die ganze Bande. Nehmen wir sie, schmeißen die raus. So, hier sieht es aber noch nicht so aus, als ob es uns gehört sozusagen. Erst ab hier. Aber wir nehmen uns die Bande und gehen wir den Weg. Mal sehen, wo wir da hinkommen. Los, Dämonen! Durch den sterbenden Wald hatte sich eine Passage direkt nach Schunkelhain aufgetan. Die flammende Legion rückte in Richtung der Stadt Kurs. Hoffentlich würde nicht noch in letzter Sekunde ein Magier mit einer Elfenarmee auftauchen. Cool. So, blöden Fuchs, den haben wir schon mal platt gemacht. Was haben wir hier? Na komm, fertig werden. Platt machen, alles platt machen. Hier der erste, der da rankommt. So, die sind schon mal Murks. Schön alles kaputt machen. So, mal gucken, wo es hier hingeht. Aber noch ein Häschen. Ja, Ende. Hier geht's nicht weiter. Da bleibt doch alles schön grün. Oh, hier machen wir das hier kaputt. Ein gewisser jemand will es sich wohl in dieser Mission besonders schwer machen, denn entgegen meiner Anweisung hatte das bockige Böse die Zwerge noch nicht ausgeschaltet und sah sich jetzt einem Zwergenheer unter der Führung des Minenvorstehers gegenüber. Lasse ihn bekommen, gehandicapt des Böses. Gehandicapt des Böses. Was denn? So viel Schaden haben die doch gar nicht angerichtet. Die blöden Zwerge, meine ich. So, kriegen wir das hier kaputt? Oh, guck mal einer an. Jetzt haben wir schon wieder die nächste halbe Stunde vorum. Unglaublich.
So, mal sehen, wie weit wir hier durchkommen. Die massiven Tore von Schunkelheim thronten über der Stadt. Sie galten als unzerstörbar, vor allem deshalb, weil man sie gar nicht anklicken konnte. Hier würde es kein Durchkommen geben. Verteidigt den Thronsaal! Schon dabei, den Thronsaal zu verteidigen. Das sieht auch so aus, als ob wir nicht einen einzigen verloren haben. Cool. Das ist cool. So, komm mal her. Du wirst mal gleich geopfert. Und... außerdem können wir schnell noch einen Upgrade machen. Können wir die hier eigentlich noch upgraden? Nee. Aber sie hier... So, die lassen wir mal da schön vor sich hin dümpeln. Ich sage an der Stelle Dankeschön fürs Reinklicken. Wir sehen uns doch hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Zum fünften Teil. Und dann machen wir doch hoffentlich die Bande da platt. Bis dahin. Tschüss, euer Olli.